Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars, meine Damen und Herren. Wir sind hier voll aktiv und so hier Haus bauen und so. Für die krasse Action hier mit Erde und Raffi, die übertriebene Action überhaupt. Boah! Und da fliegt er runter und die Emotion nicht mehr weg. Das ist so. Oh die Mann. Aktion gerade. Das muss auch noch in den Raum der Erinnerung. Was? Das Heu. Das Heu. Ja, ich kann hier noch erweitern. Warte kurz, den Boden mache ich noch und die Wand dazwischen. Dann passt's. Wunderschön. So, jetzt. Muss einfach. So, und wenn dessen Raffi hier erklärt, was noch fehlt, bin ich am Klo. Ein bisschen Lichter? Haben wir überhaupt noch Zeit? Nee, gar keinen Platz. Also viel Spaß beim Erklären, wenn es nicht am Klo geht. Also jetzt oben oder echt? Die Toilette fehlt übrigens noch. Ich höre dich übrigens nicht mehr. Wie meinst du, du hörst mich nicht mehr? Warte, ich habe die mit. Ich hab da eine bessere Toilette. Warte. Ich muss da, bau ein Rohr weg. Warte, setz es noch nicht hin. Setz es noch nicht hin, Ryder. Oder zwei. Ryder, hörst du mich? So. Ryder. Jetzt wissen alle, was ich mache. Hörst du mich noch, Ryder? Hallo? Ich glaube, er hört mich nicht mehr. Ryder? Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sind seine Batterien durch. Anscheinend hat er mich nicht mehr gehört fürs Letzte. Ich hoffe, die Audio von mir, ich sehe es, die läuft noch. Also meine Tonspur läuft noch. Das ist seltsam. Ich wollte eigentlich hier das hier runtersetzen. Und dann hier das Klohäuschen platzieren. Dann stören, aber ich will. Egal. Ich hoffe, der kommt wieder und merkt, dass er mich nicht hört. Ich weiß nicht wieso. Das kommt weg. Es nimmt schon. Alter, ich verliere ihn hier runter. Es nimmt schon Form an. Langsam, aber sicher. Hat er jetzt den Baum gefällt? Nee. Aber wahrscheinlich gestutzt. Ich muss ihn noch ein bisschen. Moment. Wunderschön. Nicht mal die Vögel kommen durch. Der Baum ist so hässlich. Schön. Okay, dann ist eigentlich alles eingerichtet. Hier oben könnte ich noch irgendwas hinsetzen. Ich weiß, ich habe irgendwas noch mitgenommen. Das kann ich eh löschen. Braucht man nicht Blut. Food Light. So kann ich das nicht setzen. Muss noch näher stehen. Bisschen Beleuchtung während man pennt. Sonnenbräunung. Das Scheißhaus gleich hier oben. Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte. Nee. Nee. Nur wo? Irgendwas fehlt. Ich hab doch noch was ins Inventar gepackt. Naja, dann will ich aber fast sagen, das Haus ist schon, ich glaube, es ist nicht ganz symmetrisch. Yep, macht jetzt aber nichts. Hier fehlt, Mensch. Es geht aber so genau auf, sonst würde es nicht aufgehen. Hier eins weiter links, dann würde es hier oben nicht aufgehen, dann hat es hier oben zu viel Platz. Das heißt, es war eine gute Überlegung. Ich hätte auch einfach eine andere Kiste hinsetzen können, dann hätte es auch gepasst, aber naja. Ja, so Hörst du mich hier, Abby Ryder? Natürlich. Ah, weil letztes Mal hast du mich irgendwie so nicht gehört. Ja, weil ich das Headset abgesetzt hatte in dem Moment. Ah, okay, deshalb. Das war der Grund. Übrigens, ja, ich bin jetzt fertig. Ich wollte noch was hinsetzen als Erinnerung. Ist auch. Kannst du die Maske wegreißen? Oder einfach das Klo wegnehmen? Das Klo ist auch eine Erinnerung eigentlich. Wunderschön. Das gibt Erinnerungen zurück. An die Scheißwelt. Ja, vor allem das mit der One-Hit. Scheiß. Ja. Hauptsache, das hier ist eine Kiste. Welche? Was ist eine Kiste? Das ist eine Kiste. Alter, das wusste ich gar nicht. Was kann ich da hinsetzen?
Ein bisschen Schimmel. Scheiße. Habe ich ja leider nicht dabei. Wir hatten mal welche. Halt die Fresse. Genau, das reicht. So, hier unten noch eine Flair. Damit auch schön beleuchtet ist. Das findet man so. Das ist wie bei Borderlands. Da findest du Knarren im Klo. Es stimmt. War die Klowand voller Knarren. So, und da ich ja eh genug davon habe. Hui! Hui! Hab ich überhaupt sowas zum Schmeißen? Hui! Irgendwas? Nein, da kommen Spritzen. Ganz viele. Hui! Es hört nicht auf, Ryder. Alter. Oh. Alter, schau, wie viele ich hier. Ich hab viel zu viele Flares mitgenommen. Ich hab die über die ganzen Parts angesammelt. Jump Boost. Nice. Hier liegen 50 Parts Flare runter. Nicht ganz 50, aber. Eine Menge. Ja, bau einen Todesstern hier hin. Kann ich gar nicht schießen. Und wieder. Ach so. Jetzt muss ich kurz schauen. Ah, genau. Ja, das waren schon Zeiten, wenn wir jetzt drüber nachdenken. Ich finde diese Rapid Fire einfach heftig. Ein Wandteppich? Ja, wieso nicht? Sieht cool aus. Ja. Warte mal. Lass mich mal da rein glitschen. Weil ich zeig dir was mir aufgefallen ist, was mir das passiert ist. Ja, warte, ich mach das schon selber. Du kannst dich darin noch bewegen, meinst du? Boah. Ja, nein, nicht so ganz. Lass mich mal in Ruhe. Mach. Geh weg. Glitsche. Ich weiß. Kannst ohne irgendwas zu tun. Ach, ohne. Beweg mich einfach. Cool. Hier oben könnte ich noch eine Fackel hinbauen, eigentlich in die Mitte. Ja. Damit soll ich noch machen. Zwei Fackeln hin. Ich baue da draußen noch, weil die ja draußen so Campingzeug haben, noch ein Lagerfeuer. Ich glaube, ich gehe mal da drüben. Direkt neben dem Baum. Mist, das muss weg. Eine Palme hier. Eine Palme hier. Es ist eine Palme. Oh Gott. Was höre ich denn da die ganze Zeit, Alter? Ich will gerade mich drum kümmern. Meine Fresse. Bist du schon tot eigentlich? Warst du tot? Ja, ich wurde gewonnen. Ah, okay. Ich schon wieder durch. Deshalb drehen die so durch. Jetzt erklärt sich alles. Oh, Giftpfütze ist. So, kurz Inventar. Ich glaube aber, wir haben jetzt wirklich alles hin. Wir könnten jetzt auch all die Kisten verstauen. Aber ganz ehrlich, brauchen wir eigentlich ja nicht, weil hier unten kein Lager errichten. Ich brauche auch noch die ganzen Stim-Packets. Pakete. Halt die Fresse. Scheißviecher. Wow, Alter. Die angesprungen kommen hier. Wow. Alter, wie geil. Wo bist du? Schau mal mich leuchten. Wuhu. LSD. LSD. Was hast du genommen? LSD. Hast du mehrere Spritzen genommen? Alle. Ist eine? Alle. LSD. LSD. Das heißt, die Erde ist Droge. Ich habe nur Krokodil. Leuchten. Wenige. Leuchten. Ciao. So, ich passe mich ein bisschen an. Jetzt schau mal, was ich alles nehme. Das hier. Das hier. Das hier. Und da war ja noch was. Hui. Alter, wie ich überall schneller springen, Regeneration, leuchten. Ich könnte jetzt so um die Welt gehen. Hui. Im Dunkeln. Oh Mist. Du würdest ja auch leuchten. Ja, eben. Alter. Ich wusste gar nicht, dass es alles stackbar ist. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Zu guter Letzt, weißt du so. Wenn wir es nicht mehr brauchen. Ja, jetzt können wir alles raushauen. Ah, oh, ich bin hier am Viecher züchten. Ich sehe es. Züchten, weißt du? Ja, So, das nenne ich, das ist meine Art zu züchten. Ich bring sie um. Ich bin schneller. Das ist mein Schlachthof halt. Hui, LSD! Könntest du noch fertig bauen, was du bauen willst? Ich weiß gar nicht, was sollen wir noch bauen? Ich glaube, wir haben tatsächlich. Wir haben einfach ein ganzes normales Haus gebaut. Ich meine, hier oben haben wir schlafen und. Das Dach könntest du vielleicht noch verschönern, aber es sieht ein bisschen gar simpel aus. Ich weiß nicht, was ich noch bauen soll als Dach. Das ist das Problem. Zum Beispiel hier ist es asynchron, genau. Ich weiß, aber das Problem ist, wenn du da aufbaust, dann wird das oben nicht und es wird trotzdem nicht synchroner.
Aber es sieht besser aus. Ja, egal, ich baue das kurz hin. Moment, habe ich da noch irgendwo, habe ich die ganzen, da habe ich's. So. Ist immer noch nicht synchron, aber besser. Hey, Glutregen. Ich gehe mal aufs Dach. Stimmt, ich habe jetzt auch mit LSD. Spritze. Hui! Ich habe zum Glück die Jump-Boost-Spritze, die reicht schon. Hui! Was mir gerade aufgefallen ist, unsere Bitches sind weg. Ich weiß. Weiß nicht, wo die hin sind. Vielleicht ist es auch noch buggy. Was sollen wir jetzt machen? Vögel schlachten. Zwei Parts lang? Nee. Ich weiß gar nicht, was sollen wir noch machen? Wir könnten mal in Level 10 Gebiet, einfach um mal... YOLO. Sollen wir? Aber irgendwie will ich beim Haus bleiben. Ich weiß, es ist geil. Du kannst das als Homepunkt setzen. Gehen, doch, du kannst, du kannst das als Homepunkt setzen. Du kannst da immer wieder hin. Okay. Du kannst in deinem Raumschiff das als Heimatplaneten legen. Und dann sobald kannst du immer dahin fliegen. Genau, das ist praktisch. Somit kannst du eigentlich auch wieder weg und da immer hin. Ja, ich habe keinen, ich habe eh keinen Treibstoff. Ich glaube, wir haben noch Uranium an Mengen. Ja, ich schau mal nach, ob wir noch Treibstoff legal natürlich. Ja, könnte sich ausgehen. Dann will ich aber sagen, wir haben das Haus somit wirklich gebaut. Einfach mal, um zu zeigen, dass ja, es geht. Man kann jetzt natürlich eine riesige Villa bauen, aber klar, es ist jetzt nicht das schönste Haus der Welt. Aber es erfüllt seinen Zweck. Kurzfristig und spontan. Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch ganz schön heimlich. Also hier oben ein paar Betten mit Bräunung natürlich da hinten. Ups. Damit, da wir ja nie so viel Sonnenlicht sehen, habe ich da hinten eine Bräunung installiert. Ja, Photosynthese für mich. Ja, eben. Deshalb ist auf deiner Seite. Du hast ein bisschen Licht, ich brauche das ja nicht. Ja. Sollte hier ein paar Bananen aufhängen, aber das geht ja leider nicht. Ich würde sagen, wir stehen jetzt aufs Dach und reden einfach. Doch reden? Wir könnten jetzt noch mal kurz... Nee, wir müssen jetzt noch einen Level 10 Planeten. Ja, das machen wir im nächsten Part. Ich würde vielleicht jetzt schon mal hinfliegen, damit wir im nächsten Part nicht lange suchen werden. Das mache ich ja... Offscreen einfach. Oh Mist, ich wollte gar nicht die Spritzen nehmen. Überraschung. Jetzt habe ich die ganzen jetzt schon genommen. Du. Hui, LSD. Hui. Ja, hui. Ich werde dann, glaube ich, nicht nochmal mein MMO-Test-Thema ansprechen, weil ich das erst im nächsten Part wahrscheinlich machen werde. Vor allem über drei Parts. Mal, ja, ich will es endlich, ja, man kommt nie, ja, ich weiß, was du meinst. Man kommt nie, um auszureden, ist manchmal wirklich nervig. Ja. Boah, schon. Ach was. Da freue ich mich schon auf den Level 10 Planeten. Ja, das ist noch Level 7. Ja, habe ich überhaupt Rüstung an? Ja. Nein. YOLO. Denken gerade schon. Ach, hallo, bist du wieder? Ah, ich wollte nicht hier schon wieder die Spritzen nehmen. Was passiert mal auch in Real Life, weißt du? Du bist so drogensüchtig. Er ist so drogensüchtig. Passiert mir auch in Real Life. Übertrieben. Jetzt habe ich einen Laufboost. Springen wir mal so um die Wette, ohne dass du. Ich mit Spritze, du ohne. Komm her. Warte, wo? Da bist du. Ab hier, okay, warte. So. Bereit? Ja, los. Ja, ist klar. Na, komm. Mit Speedboost bist du natürlich weitaus schneller. Achso, benutzt du den gar nicht? Nee, du hast ja gesagt, ich ohne. Ich meine, Jump, ich meine, du sollst keine Spritzen nehmen, meine ich. Eben, ich habe ja keine Spritzen jetzt. Ja, ich habe ja nur, die Spring. Für die Höhe. Ich habe ja keine Lauf. Ah, Leg. Ich porte einfach. Leg. Boah. Einer weg. Zwei. Hui. Oh Mist. Husch. Ey, da ist ja wer. Einer. Wo kam der her? Scheißkerl. Ah. Ey, da unten sind noch mehr. Das sind der ganzen... Die sind alle hier unten. Oh, Gangbang. Hä? Sind das zwei von der gleichen Sorte? Hat sich die irgendwie dupliziert? Warte, ich baue da mal. Die haben... Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, was das da oben... Der eine... Mind blow. Du weißt, was das bedeutet, was der da oben getan hat. Oh. Nee, nicht, er ist Vater von Kindern. Er hat Kinder. Als Maul. Alter. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so... Alter, du bist ein Vatermörder. Schämst du dich gar nicht? Nee.
Alter, wie der, hat er jetzt ernsthaft? Nee, aber ich glaube, das ist ein Bug, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es, wenn die nämlich sowas eingebaut haben, dass es funktionieren könnte. Das sollten wir die mal in Zukunft beobachten. Das sollten wir. Ja, die zwei hoffe ich jetzt nicht. Also, das wäre dann schon wohl. Nee. Wobei, komm mal her, achte mal drauf. Sie stehen auch exakt gleich irgendwie gemeinsam. Ja, aber sie können beide reden und sie. Sie gehen trotzdem. Aber sie sind quasi. Haben sie auch die gleichen Dialoge? Ja. Ja, haben sie. Oder? Aber Vater, Mutter und Tochter, das ist. Das ist, ich muss da weg. Oder Zwillingsschwester. Oder Zwillingsschwester. Nee, nee, ja, ein Embryo nebenbei noch, weißt du. So, am Hinterkopf hat sie noch ein Embryo kleben, aber der ist halt erst später entwickelt. Ja. Alter. Bis South Park gibt's gar nicht. Ja, sowas. Eben, deshalb war Anspielung ein bisschen auch. Oh Mann. Jetzt habe ich am Hinterkopf, aber ja. Interessant, dass hier. Naja, der hat mehr Glück als ich, weißt du, das ist so traurig. Gut, ich werde jetzt dafür ist er tot. Den Part beenden. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Starbound, was auch unser letztes sein wird, oder? Denke schon. Part 50, ja. Das heißt, unser letzter Part Starbound. Naja, werden Verabschiedungen, ja, das Finale im nächsten Part. Komm, jetzt also, hau dein Ende. Leute, und haut's rein. Wir sehen uns wieder im nächsten Part.